So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge WOTLK. Ich bin schon mal im Lager, ich habe eine Gruppe für Azulen herum. Wir haben einen Heiler, mich als Tank und uns fehlen eigentlich nur noch die Ds. Die wird er hoffentlich finden, schnellstmöglich. Wir geben jetzt schon mal die Quest ab, werden notfalls schon mal Richtung Drachenöder auch gleich reiten. Und ja, gucken wir mal, ob es zustande kommt. Nehmen erstmal die Quest und werden die erstmal kurz abgeben. Abner hört euch aufmerksam zu, während ihr vom Erfolg des Schüttelrüttel 5000 und euch berichtet. Kurz, Kurbezisch wird über die neuen Nachrichten hoch erfreut sein. Und wer weiß, vielleicht wird er sogar einen Mechaniker aus euch machen. Yay. So, 21 Stärke, Tempowertung, kritische Trefferwertung. Nee, brauchen wir nicht. Das hier würde ich nehmen. 9 Gold. Oh, muss ich mir? Oh, Fraktion Forscherliga, Silberbund, Frosterben. Alles freundlich gerade geworden dadurch. Cool. Ganz kurz. Hier, wir sind jetzt überall freundlich geworden, weil wir insgesamt hier im Ruf gestiegen sind. Steigen wir auch bei allem anderen im Ruf. Nett. Genau. Dann würde ich hier nochmal hingehen und vielleicht kriegen wir da schon mal eine Quest. Wir müssen da eh hin, aufgrund dessen, dass wir da auch noch Quests natürlich für Azulen herum wieder kriegen können, die wir natürlich wollen. Wir sind bei 8% bei Level 72 erst. Wir haben jetzt, ich habe heute noch gute 2 Stunden Zeit oder 1,5 Stunden auf jeden Fall Zeit, wo wir uns so austoben können. Wir machen uns jetzt schon mal auf den Weg. Reiten hier schnell hin. Wir haben zwar noch ein paar Quests, die wir auch hier machen können, aber die können wir ja natürlich auch noch abschließen. Aber wir sind jetzt immerhin schon bei Level 72. Ist doch schon mal ganz nett. So, auch wieder ein Todesritter dabei. Yay. Also 70er. Also die Bosse sind 74. Da wird er Problemchen kriegen. 72er, sonst alles 72er. Und einen DD noch, aber den sollte man finden. Nehme ich mal an. Für Azulen herum. Wir können mal schon mal reingucken. 3 Bosse haben wir. Hier droppt Latte, aber das ist eher für Heiler, das ganze Ding hier. Hier droppt gar nichts für uns. Und hier droppt ein Finger mit Verteidigungswertung 17. 30 Stärke. Oh, den 30 Stärke, den würde ich nehmen für die D-Equipment. Und einen Questgegenstand. Aber sonst droppt leider nicht ganz so viel. Hoch hier. So, hier ist ein Hordenstützpunkt. Oder? Geisterwinde? Soll das nicht ein Windreitenmeister? Omnu? Ja, das ist aber. Das ist Horde. Interessant, dass es trotzdem angezeigt wird. Aber okay. So, komm, eine Idee noch und dann können wir loslegen. Will er recht zügig durch. Sollte machbar sein. Ich bin mal gespannt. Ich erinnere mich ganz, ganz grob an irgendwas, an Azulen herum. Ich bin mal gespannt, was ich noch auf die Kette kriege. Ich glaube, der erste Boss war... Ne, der zweite Boss? Erster Boss? Ne, erste Boss war irgendwas. Irgendwann, da kann sich, glaube ich, selber irgendwie hochheilen, was in Heroisch zumindest ein echtes Problem war. Wenn du da das Falsche angegriffen hast. Weil er dann einfach sich mal wieder hingeheilt hat. Ah, und wir sind voll. Sehr schön. Noch ein Tod... Yay. Ja, es gibt leider mittlerweile 2 Milliarden Todesritter auf dem Server. Damit werden wir leider leben müssen in Zukunft. Und jetzt betreten wir das erste Mal die Drachenöde. Vielleicht kriegen wir nur eine Quest. So, wir sind auch der Erste, der da ist. So, 2000 Erfahrungspünktchen. Fürs Entdecken. Also wie wenn wir einen Gegner killen. Da hinten ist 1000 Winder übrigens. Hier ist das PvP-Gebiet. Werden wir nicht sehen. Ich mag kein PvP. Nach wie vor nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch nie wieder ändern. Und wir haben ja sowieso hier schon eine Quest zum Abgeben sogar. Und wenn ein zweiter dann da ist, können wir auch porten. Gibt es hier auch einen... Da gibt es auch einen Greifenmeister. So, und... Azulen herum ist eine Neruba-Stadt. Oder so ein Neruba-Außenposten. Ach, war das das mit dieser Spinne? Nee, oder? Das war eine andere Instanz. Es gibt da 2 Instanzen. Es gibt hier... Oh, nee, es gibt nur Azulen herum. Das war das mit dieser Riesenspinne, oder? Geht einer zum Porten? Nee, du brauchst 2 Leute zum Porten. War das das mit dieser Riesenspinne? Es ist 13 Jahre her, Freunde. So, erstmal hier... So. Geht einer zu Porten. So. Ich wäre da. Man braucht aber 2.
So. Gehen wir mal hier ein Tor. Leiche flattern. Ganz kurz, ich suche schnell die Quest für Azulene Rupp, wenn wir natürlich gerade da sind. Aber da ist zumindest schon mal keine. Handwerkswaren. Wir müssen uns hier eh nochmal umgucken. Stehen noch im Weg rum. Kräuterkunde und Gifte. Die hatten wir gerade schon. Irgendwie, hier gibt es so viel mehr Quests. Da hinten. Nee. Was führt euch hierher? Ah, der da drin. Ja, natürlich. Der da drin. Einwandfrei. Willst du mich verarschen? Die Göttin schützt. Kann ich euch helfen? Der vermisste Kurier. Als ich die Brücke überquerte, die in die Drachenöde führte, wurde ich aus dem Hinterhalt von einer Gruppe Anuba angegriffen. Ich war umzingelt. Diese Scheusale wussten, dass ich kommen würde. Ich konnte gerade noch meine Haut retten. Diese Liste, die ich in Händen halte, muss nach Wintergarde gebracht werden. Doch meine Wunden sind zu schwer, als dass ich die Reise schaffen könnte. Ganz kurz. Ne, noch keiner da. Die Liste, die in meinem Besitz ist, muss zu Oberstkommandant Helford Würmbern gebracht werden. Er befehligt die 7. Legion, die in der Feste Wintergarde an der östlichen Grenze der Drachenöde. Falls einige der Verräter auf dieser Liste in Wintergarde stationiert sind, könnte das katastrophale Folgen haben. Beeilung, Blade, zeigt Palena Silberwolke hier in Sternruhe das Dokument und erklärt ihr eure Mission. Sie wird euch auf ihrem schnellsten Hypogryphen zur Feste Wintergarde schicken. Auf dann. Sehr nett. So, hier haben wir noch Stallmeister, Gastwirt, Reagenzien und Verbrauchsmaterialverkäufer. Achso, wir müssen erstmal ganz kurz durchverkaufen, weil wir eh keinen Platz haben. Das ist sogar recht wichtig, denn wir werden gleich Items kriegen. Hoffe ich zumindest. Die wir dann auch nutzen wollen, natürlich. So, das hier kann alles weg. Das hier kann weg. Den Stoff logischerweise nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das, das, das. Das, das, das. Und schon kriegen wir wieder Platz. Und Kohle. Natürlich. So, ist jetzt noch einer auf dem Weg hierher oder was machen die alle? Da hinten ist irgendwo einer. Da fliegt einer rum. Ich komme. Okay, das dauert eh noch. Dann können wir die Quest nur annehmen und abgeben. Was führt euch hierher? So. Palena liest die Notiz. Ich werde meinen schnellsten Überprüfen nehmen. Mensch, diese Informationen müssen unverzüglich Oberkommandant Würmbern übergeben werden. Lebt wohl. Palena gibt euch das Schreiben zurück. Schneesturm wird euch zur Feste Wintergarde bringen, Blade. Ich versichere euch, dass das der schnellste Ritt wird, den ihr je unternommen habt. Geht jetzt. Nein! Eigentlich musst du die immer ansprechen. Jetzt fliegen wir dahin. Wir können aber dann gleich wieder zurückfliegen. Unmöglich. Jetzt ist er gerade da, aber ja. Normalerweise musst du die immer ansprechen, die Greifenmeister, dass sie dich dann extra wegfliegen. Jetzt nimmst du die Quest an und wirst sofort auf den Greifen verfrachtet. Yay, absteigen natürlich nicht möglich. Okay, dann gucken wir uns hier schnell die Landschaft an. Hier ist noch das einzige, das Ruindrachen-Ding, was jetzt aber belagert wird hier, was wir dann auch noch retten müssen. Hier ist der rote Drachenschwarm nämlich unterwegs. Und hier ist auch der Würmbrut-Tempel mit den ganzen Drachen. Hier übrigens auch eine Raid-Instanz irgendwo. Die hier ist eine Raid-Instanz, Naxxramas ist ein und hier gibt es noch irgendwo einen Raid-Instanz-Eingang. Ich weiß noch nicht mehr wo, muss ich zugeben. Aber ja, wir müssen jetzt schnell hier hin. Er ist jetzt leider gerade da, aber dann fliegen wir schnell zurück. Dumm gelaufen, würde ich sagen, aber gut, ist wie es ist. Schade. Aber der Rest hätte auch mal seinen Hintern bewegen können, vor allem der Druide, der hier irgendwie AFK rumsteht. So, die müssen mich beim Greifenmeister eh rausschmeißen, oder? Wir werden wahrscheinlich nicht irgendwo landen. So, hier die Allianzfestung und hier Naxxramas. Da gibt es dann auch noch eine coole Story für. Ehre dem König. So, wir machen jetzt einmal einen Rückflug. So, wird kurz dauern. Aber da machen wir uns halt auf den Weg. Ja, Avalos ist auch schon auf dem Weg. Ja, ist jetzt dumm gelaufen. Hier sind auch Quests, die du annehmen kannst. Die Frage ist, ob du die vor dem Dungeon irgendwo annehmen kannst, weil die Quests sind dafür, die hier nicht. Zwei Quests. Wäre cool, wenn wir die noch mitnehmen können. Wenn nicht, wir werden sowieso auch wieder zwei, dreimal, so wie im Nexus. Im Nexus waren wir, glaube ich, jetzt dreimal drin.
Wir werden Azul Nerob auch zwei, dreimal. Dreimal will ich eigentlich jede Instanz besucht haben, bevor wir dann nur noch die heroische Variante spielen. Also wir werden den Nexus nicht mehr sehen. Wir werden das nächste Mal, wenn wir Nexus sind, werden wir in der Hero-Variante drin sein. Also mit Level 80 dann. So. So viel dazu. So, wir haben 89 Erfolgspunkte nur. Aber ich, wie gesagt, Erfolge werde ich mich nicht drum kümmern. Was ist Vio? Was ist denn die nächste Instanz? Eigentlich können wir Nexus, Azul Nerub, Ankarhet. 73, 75, 82. Okay. 75 sind hier die Gegner. Eigentlich als Tank sollte ich schon Level 73 sein. Das Problem ist, wenn die drei Level über mir sind, ist scheiße. Also wir sollten schon. Ich will es einmal vielleicht vernünftig machen und richtig machen. Ankarhet sollten wir schon Level 73 sein. Aber dann kriegen wir auch irgendwann kriegen wir zwei, drei Instanzen zur Auswahl, wo wir rein können. Das wird ja dann mit der Zeit dann besser. Zumindest in die Endinstanzen, hier 79, 80, das sind alles die Instanzen dann fürs gegens Ende. Oh, guck mal, hier können sie auch Taschen droppen. 10 Spiel. Achso, das ICC schon. Die sind noch gar nicht freigeschalten, glaube ich, oder? 10 Schmiede und so weiter. Azul, oder? Ja. Ah ja, guck mal, er ist jetzt auch da. Jetzt bin ich auch da. Azul Nerub. Jo. Vor allem in den Level 70ern. Wollten wir schon so rein. So, wie gesagt, viele Neruber. Oh, wir gucken mal. Ihr weiß zumindest anscheinend, wo es lang geht. Er portet schon. Anubarak, der Verräterkönig, ist im einst stolzen unterirdischen Azul Nerub zu Hause. Nach seinem Verrat hat er unser Heimatland entstellt und verdorben und es schließlich zu einem erbärmlichen Haufen Dreck gemacht, zu dem es heute geworden ist. Er herrscht über eine Armee untoter Neruber, die wie ihr Anführer dem Lichtkönig die Treue geschworen haben. Setzt der Herrschaft des verräterischen Königs ein Ende. Paladin, damit würdet ihr unsere beiden Völker einen großen Dienst erweisen. Bringt mir Anub-Araks Panzer, wenn ihr es schaffen solltet, was noch keiner vor euch geschafft hat. Und vergesst die Eier nicht. In ganz Azul Nerub liegen Eier verteilt, die von der Nerubern der Geißel gehegt und gepflegt werden und schon bald schlüpfen werden. Sie werden ihre Zahl noch zusätzlich mehren. Es würde nicht viel nützen, wenn alle Untoten aus den Höhlen getilgt und diese faulen Eier ausschlüpfen würden, nur damit sie an ihrer Stelle treten. Kümmert euch auf jeden Fall darum, dass unsere uralte Heimat von allen Eiern der Geißel gereinigt wird, während ihr den Ort erkundet, der einst Azul Nerub gewesen ist. Ist das hier Azul Nerub? Wo müssen wir hin? Das oder das? Ne, das hier wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das hier. Es sind zwei Instanzen, die wir haben. Das hier ist Azul Nerub, oder? Azul Nerub. Sehr schön. So. Das. Achso, jetzt hat das UI neu geladen. Praktisch. Moin. Achso, die kommen ja hier hoch. Wir sind drin. Wir sind auf jeden Fall auch in der richtigen Instanz. Lotzi ist, keine Ahnung was, gefrorenen Weiten. Dahin kommt der Rest. So, erstmal die Gruppe hier sammeln. So, Aua können wir schon mal anschmeißen. Dann können wir eigentlich mal, wen haben wir denn dabei? Wir haben Druiden, wir haben Todesritter und einen Gnomenmagier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man dem geben soll. Segen der Weisheit, dem Druiden als Heiler wahrscheinlich auch eher Weisheit. Da haben wir übrigens einen neuen Rang auch bekommen. Also Weisheit haben wir einen neuen Rang, Rang 4 hier und hier Rang 8, Segen der Weisheit. Haben wir zusätzliche göttliche Bitte bekommen. Und er ist, keine Ahnung, was er treibt. Tod. Ah! Wo ist er denn hin? Wo ist er denn? Lotzi, was macht er denn? Ich glaube, wir müssen nochmal raus und porten. Run, Boy, run! Ja, so geht's leider meistens, wenn du Random-Gruppen dir nimmst. Bin gestorben, sorry. Ja, ja. Also. Wie kann der hier sterben? Wir haben ihn geportet. Bin ich der Meinung. Oder die haben ihn. Ich habe ja nichts mitgeholfen. Ich habe die Quest angenommen, aber eigentlich müsste er geportet worden sein. Dann müsste doch hier auftauchen.
So, wir haben aber zwei Quests für Azul Nerup immerhin. Oder Ayol, Azol, Azol, Nerup, keine Ahnung. Machen wir es in die Richtung. So, er ist da. Wir geben einfach ein Zivi mit. So, dann können wir schon mal uns waffen. So, was ist mit den zwei Kollegen? Oh, mehr Magier. Ein Tischchen wäre nett. Müssen wir ja nicht unser Wasser saufen. So, und die Todesritter gegen das hier. Er stellt einen Tisch. Wunderhübsch. So, wir machen uns gleich mal Tasche voll. Und dann würde ich sagen, kurz Mana und dann würde ich losziehen wollen. Die Eier können wir einfach so, glaube ich, killen, oder? Wahrscheinlich. Achso, wir müssen uns umziehen. By the way, anlegen. Ja. So, mal gucken, wie es mit der Akku aussieht. Aber normalerweise müsste es ja reichen. Wir haben jetzt zumindest auch, ich glaube auch, dass tatsächlich göttliche Bitte müsste eigentlich auch was an Akku generieren. Schadensmäßig müsste eigentlich noch sehr viel geblockt werden von uns. Warum? Weil wir es im Moment noch können. So, da ist schon der erste Boss. Oder? Ich glaube, der beschwört irgendwelche Eier oder so ein Blödsinn. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden sehen. Tatsächlich an die Instanz kann ich mich eher weniger erinnern. Ja, wir halten auf jeden Fall das Möglichste auf Ablenkzeit. Gucken wir mal. Sehr schön. So, da sind diese Eier. Ach, guck mal, das zählt für alle, oder? Ah, das zählt für alle. Wenn du hier, ich glaube, wenn du die pulst, kommen die wellenmäßig. Und der Boss dann auch irgendwie. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Oder? Ich glaube, die kommen dann wellenmäßig. Kann das sein? Oh, das Schöne ist, das sind Unquote. Hier können wir auch wieder mit allem reinhauen, was wir haben. Also auch hier mit unserem heiligen Zorn und so weiter können wir ja auch gut arbeiten. Verteidigungswertung 356 erreicht. 360 ist jetzt das neue Maximal, was wir haben. Krankheit. Können wir uns doch selber dispellen. So, kommen die jetzt wellenmäßig? Nö. Wir werden belagert. Jetzt, oder was? Was für Leichen, mein Freund. Ich glaube, der fantasiert. So, wir brauchen Mana. Ein bisschen Mana fehlt uns, wenn wir jetzt hier mit Siegel der Vergeltung arbeiten. Oder wir machen einfach weniger Schaden dann. Und beispielsweise jetzt, ich höre einfach auf Schaden zu machen. Akku haben wir genug. Und jetzt sind wir wieder bei 80%. Ja, dann läuft's. Und das kriegen wir jetzt mal ein bisschen Schaden reingedrückt. Sodass wir tatsächlich Heilung brauchen. Ah ja, guck, da kommen die nächsten. Sehr schön. Natürlich kostet sowas wie Heiliger Zorn auch recht viel Mana. Genauso wie der Hammer. Und Weihe natürlich auch. Mal ein bisschen Dispel nebenbei. Dies ist das Reich der Geister. So, volle Kanne drauf. Ja, tatsächlich. Göttliche Bitte macht Akku. Wir haben gerade einen Sprung von 5k gemacht ungefähr. Das macht Akku. Voll Exorzismus hat natürlich verfehlt. Wenn die alle zu mir kommen. Wäre cool. Oder der Magier bombt einfach ein bisschen rein. Also er lässt Gegner spawnen. Buch der Ermüdung. Und er hat eine Raserei, aber das ist irrelevant für uns. Und dann war es das schon. So, Boss 1. Ach, guck mal, die Plattenhandschuhe, mit denen wir aber nichts anfangen können. Weil Intelligenz und Zauber und so weiter brauchen wir nicht. Die Eierquest ist schon fertig. Cool. Ja, das ist das mit dieser Riesenspinne. Oh Gott.
Ja, hier. Hadronox, Riesenspinne. Die arbeitet sich hier langsam den Gang hoch. Die Riesenspinne, daran erinnere ich mich noch. Die arbeitet sich hier langsam den Gang hoch. Du musst dich da nämlich auch relativ beeilen, weil die dann also irgendwie immer schneller wird, glaube ich, irgendwie so ein Blödsinn. Und je schneller du bist, desto besser. Hä? Wieso hat der den rausgezogen? Wieso ist der jetzt da hingelaufen? Hat er den Absicht? Ach so, weil die dann kommt. Macht dann Sinn. So, und da kommen immer Wellen, auch so Wellen, glaube ich. Ich erinnere mich an irgendwas Wellenmäßiges. War das nicht so? Ja, da. Sag ich doch. Das brauchen wir. Ja, da kommen immer wieder welche nach. Die musst du dann einfangen, einfach mitmachen und dann, wenn du die ja besiegt hast, den Trupp noch besiegt hast, kommt Hadronox nach unten, von unten nach oben gekrabbelt. Also die Neruba kämpfen eigentlich hier unter sich in dem Dungeon. Aber es gibt eben die Neruba, die vom Lichtkönig beeinflusst sind und es gibt die Neruba, die nicht vom Lichtkönig beeinflusst sind. Und wir kämpfen jetzt praktisch mit... gegen die, die auf der Seite des Lichtkönigs stehen. Mr. Evil Kniebel. Sehr schön. So, und jetzt, ja genau, jetzt macht Hadronox nämlich da unten, glaube ich, dann ernst. Und kommt jetzt dann den Gang hier hoch und dann kämpfst du hier oben gegen Hadronox. Da ist er. So, das ist der Boss. Wir haben sogar noch Ablenkzeit auf Vergeltung und alles. Und der macht jetzt hier die kleinen Spinnen irgendwie noch alle blatt. Mit irgendeinem AOE-Gift oder so ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, wenn du dich da jetzt einmischst, glaube ich, greifen dich alle an. Hadronox kann nicht sterben. Ah ja, er heilt sich nämlich dann einfach wieder hoch und er verteilt ein Gift, was die letztendlich dann alle killt. So nach und nach. So. Dann würde ich sagen, hey ho, let's go! Toll, ich bin einge... Jetzt hat er uns. So, ich ziehe ihn mal da ein bisschen raus, weil da noch die Giftwolken sind. Ich glaube, man muss den eh ziehen wegen dem Gift. Aber er ist eh schon tot, also das war's schon wieder. Die Instanz sind halt in der 5er-Variante echt billig. So, und das war's schon. Nächster Boss-Kampf vorbei. Hadronox. Und es sind natürlich Spinnen. Spinnen sind ja meine allerliebsten Freunde. Ja, und hier... ja, 700 bis 800 Schaden jede Sekunde. Und jetzt fällst du, glaube ich, irgendwo ewig weit nach unten dann auch. Und dann kommt... Anubrikan, glaube ich. Also der aus Naxxramas, nur eine andere Version. War das nicht der? Ich weiß nicht. Wir sehen es gleich. Das ist alles Mutmaßung, was ich anstelle. Aber es ist eine mega eklige Instanz. So, dann, genau, hier springt man runter in das Königreich letztendlich von den Neruba. Batz. Tot. Nein, natürlich nicht. Man landet hier im Wasser. Und dann geht's doch da hinten weiter. Hier kann man in Ruhe lassen. Ah, hier, die kämpfen selber gegen die Eier, glaube ich. Oder nee, das sind die Brüter. Nee, das sind Brutwächter. Aber die kannst du einfach am Leben lassen. Wo will er hin? Achso, Kräuterkundler. Denn kann man, hier kann man Kräuter abbauen. Tigerlilie hat abgebaut. Kommen da nicht irgendwelche Wachen? Oh, Magie fokussieren. Kritische Zaubertrefferchance um 3% erhöht und wieder kritische Zaubertrefferwertung. Das ist ganz cool. Das kriegen wir von der. Das kann Magier buffen, Magiefokus. Das weiß ich noch. Wenn man damals habe ich hier Magier gespielt. Oder Magierin.
So, und hier ist er schon. Anub Arak ist es. Nicht Anub Rekan. Anub Rekan ist nach wie vor in Naxxramas unterwegs, aber Anub Arak ist es, den wir töten. Ein entfernter Cousin von Anub Rekan. Vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. So, Verteidigungswertung 357 erreicht. Sehr hübsch. Die halten ganz schön was aus, die Wachen hier. Aber sie hauen nicht zu. Mit 380, 400. Yay. Aber die haben gut Lebenspunkte. Er verbuddelt sich, das weiß ich doch. Er verbuddelt sich und da muss man ausweichen, weil er irgendwelche Stacheln nach oben schießt. Und es kommen Gegner von vom Rand rein. Ach, guck mal, ein Random Drop. Streikkolben, einhändig. 18 Möglichkeit, Tempowertung, cool. Hier. So, und sobald du ihr rein triffst, wurde per Bedarf tatsächlich verwürfelt. Müsste man fast gucken, ob es anlegt. Und hier kommen dann eine Mauer hoch, so eine Spinnweben hoch und dann kommen von da Gegner. So, ich würde sagen, hey ho, let's go. Ach, der Heiler steht jetzt draußen, oder was? Ja, der Heiler steht draußen. Der ist, keine Ahnung, was der treibt. Jetzt haben wir keinen Heiler. Und dann halt ohne Heal. Schaffen wir, glaube ich, auch. So, er verbuddelt sich. Jetzt kommen Gegner. Er wird uns nun gleich drauf gehen. Hier kommen Gegner. Und er schießt, ja genau, er schießt hier immer wieder so Stachel hoch. Da muss, genau, da musst du nämlich weggehen. Sonst wirst du hochgeschleudert und passierst ein bisschen Schaden. Und dann kommt er wieder. Und das ganze Spiel dann von vorne praktisch wieder. Ah, das hätten wir uns aufheben können. Er macht doch irgendwelchen Arsgedönse, aber durch unsere AOE geht das automatisch weg. Und dann hast du, ich glaube, einmal geht er danach noch runter. Also jetzt kommen nochmal Gegner. Einmal geht das Ganze, glaube ich, nochmal so. Und dann hast du diese verschiedensten Phasen halt vom Kampf. Ach, guck mal, das geht auch nach außen. Ja, und der Heiler kann halt jetzt nicht heilen, aber ich brauche keine Heilung. Er braucht schon Heal. So, jetzt kommt, glaube ich, nochmal so ein Viech. Genau, nochmal eine Welle. Also auch, ja, auch so wellenartig das Ganze. Da ist er. Aber, ja. Der braucht schon Heilung. Ach so, heilen geht trotzdem. Ach, okay, er kann mich heilen. Okay. Wir kriegen doch Heilung, aber ich glaube, zu viel Schaden. Eigentlich macht uns gar keinen Schaden. Kommt dabei auch nicht viel. Ach, nochmal, ernsthaft. Okay, es ist einer der nervigsten Kämpfe ever. Er ist ja nur weg. Er ist eigentlich nur irgendwo außerhalb des Kampfes unterwegs. Gerade. Das Freundchen. Einwandfrei. So, nochmal das Ganze. Mega. Und dann taucht jetzt gleich das letzte Mal auf, glaube ich, und dann ist er tot. Oder auch nicht. Da ist er. Ja, dann ist er tot. Unnötig in die Länge gezogen, sein Ableben. Jetzt macht er auch noch Erdbeben. Yay. Und Azulnerub abgeschlossen. Und das war's. Ah, und der Ring ist drin. Verteidigungswertung erhöht. Den nehmen wir Bedarf, weil ich ihn für das DD-Equipment nehme. Nicht wundern. Und das war's. Dann können wir hier raus. Man kommt logischerweise anders auf einem anderen Weg nicht raus. Wieso nimmt er einen... Der hat den Tankring gewonnen.
Wir werden ja nochmal reingehen. Der Tankring ist auch nicht wichtig, aber wieso? Um Himmels Willen nimmt er den Tankring. Das macht gar keinen Sinn. Er ist der CD hier dabei. Und er hat nicht mal gefragt. Ach Mist, schreibt er. Ja. Da ist ja Verteidigung drauf. Ach nein, wirklich? Sorry. Ist handelbar, mein Freund, 2 Stunden lang. Oder? Ist das nicht Dinge? Ist passiert. Ja, dass es dem Heiler egal ist, ist klar. Was will der mit dem Verteidigungsring? Gut. Ja, sowas machst du dann auch mit. Gut, wir geben jetzt noch die Quest ab. Wir haben jetzt gebraucht. Ja, auch nur 1/2 Stunde. Ist eine sehr kleine Instanz. Es hat jetzt auch eigentlich nur so lange gedauert, weil es ein bisschen schiefer lief. Alles. Ja. Wäre was für meine Ignore-List. Gut, Ring habe ich jetzt leider nicht bekommen, aufgrund dessen, dass der jetzt einen Verteidigungsring genommen hat, der die D. Aber gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Er wollte wahrscheinlich einfach nur das Gold einsacken. Solche Leute gibt es leider. Ich bin der Meinung, das war auch der auf die blaue Waffe gerade auch Bedarf schon gemacht hat. Aber das sind die, die einfach nur Gold einsammeln wollen. So. Es macht mich traurig zu sehen, dass es dazu gekommen ist, wenn wir unser Reich nun wieder zu dem machen könnten, was es einst war. Hier kriegen wir Platte, Verteidigungswertung, Parieren 22. Da sind wir noch besser mit unseren im Moment. Auch wenn hier schon mehr Ausdauer drauf ist. Also hier haben wir schon 60 Ausdauer drauf. Allerdings fehlt halt der Sockel auch. Aber die sind schon nicht schlecht. Haben wir irgendwas ID-mäßiges? Beweglichkeit? Nee, leider nicht. Das heißt, wir nehmen das, was am teuersten ist, die hier, und können die verkaufen. 41.000 Erfahrungspunkte. Und Hillig starrt den Panzer an und jedes einzelne seiner Augen fängt an, intensiv zu leuchten. Er hat nur 2, oder? Obwohl, nee, er hat ein paar mehr. Es ist vollbracht. Mensch, euer Name soll in die Geschichte meines Volkes eingehen. Ich stehe in eurer Schuld. So, hier, Platte. 40 Stärke, 58 Ausdauer. Für DD-Equipment wieder brauchbar, die Dinger. Können wir ein CD-Equipment mit einbauen. Hauen wir mal hier hin. Und sind jetzt bei 17%. Also wir haben jetzt nicht viele Erfahrungspunkte durch Erzul in der Ruhe bekommen. Aber hey, die Instanz war ganz nett. Die Bosse waren einfach. Sowieso einfaches Durchkommen. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere Quest dafür. Wir haben jetzt auf jeden Fall in der Drachenöde sehr viele Quests, die wir noch machen können. Würde aber trotzdem in der Boreanischen Drunta hier hinten noch gerne die Quests erledigen. Plus die Quests hier noch erledigen. Einfach damit wir es haben. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal fürs Zusehen für diese Folge. Eine etwas kürzere Folge tatsächlich sogar. Ja, mal gucken. In der nächsten Folge gibt es dann Quests plus Erzulen der Rupp wahrscheinlich. Einmal würde ich noch in die Instanz reingehen wollen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, mach's gut. Bis zur nächsten Folge.